Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge, war einiges los. Regina kam von der Arbeit, hatte Pamela mit dabei und die haben sich dann hier alle einen schönen Abend gemacht. Nachdem Manuel wieder aufgestanden war, haben sie Fernsehen geguckt, Abend gegessen und so weiter. Bisschen was gespielt wurde. Ja, wir haben uns ein bisschen um die Bäume gekümmert und hier um dieses, naja, nicht mehr allzu gute Gemüse, was irgendwie völlig daneben ist. So wie es aussieht, sind die alle kaputt. Ja, und am Schluss hatte Regina eine Weltraummission zu erfüllen. Sie wollte auf der Venus landen, hatte da so eine schöne Sonde. Und dann kam die Meldung, dass da wohl ein Fehler war oder sie irgendwas nicht einkalkuliert hatte, nämlich mit der Geschwindigkeit. Und dass das Ding in wahnsinniger, einen wahnsinnigen Aufprall jedenfalls auf dieser Venus hatte und wohl Schrott geworden ist. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob jetzt nur die Sonde futsch ist oder auch die Karriere beim Militär. Also schauen wir mal, was mit Regina wird. Sie kommt nämlich gerade zu Hause an und so wie das Auto aussieht, befürchte ich Schlimmstes. Und? Oh, oh. Die Musik sagt schon alles. Kommt da keine Meldung? Was ist jetzt? Hast du keinen Job mehr? Hallo? Ja, wie konntest du nur so doof sein, ne? Oder ich in dem Fall. Oh Gott, sie ärgert sich. Moment, ich muss jetzt mal gucken, weil irgendwie keine Meldung kommt. Sie ist tatsächlich komplett raus. Nein! Sie haben sie richtig gehend gefeuert. Das finde ich unfair. Das finde ich sowas von unfair. Na gut. Okay, das würde jetzt für mich zweierlei bedeuten. Klar könnten wir versuchen, ihr da wieder den Job zu geben. War ja aber eigentlich nie so ihr Wunsch, glaube ich. Oder die war halt einfach in der Karriere drin. Und ja, aber wir haben ja auch eigentlich die Gründung einer Familie vor uns. Also ist das vielleicht gar nicht so schlimm, dass sie jetzt ihren Job verloren hat. Ne? Und man kann ihr ja dann, sie wünscht sich ja wegen Familienlaufbahn dieses Bildungsminister-Dingens, vielleicht werden wir das dann einfach anfangen, wenn es soweit ist. Ihr könnt ja auch mal was dazu schreiben, was ihr euch denkt, was ich jetzt mit ihr machen soll. Also ich persönlich würde sie jetzt erstmal ein bisschen daheim lassen, vielleicht wirklich die Sache mit dem Kind mal in Angriff nehmen und dass sie sich ein bisschen erholen kann, weil das ist ja schon niederschmetternd, ne, hier so. So, wir müssen sie mal aufmuntern, das ist ja hier gar nicht, das geht ja gar nicht. Komm, munter mal deine Frau auf, sie ist am Boden zerstört. Hallo, Liebste. Guck mal, so schlimm ist das gar nicht. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Guck mal, wir haben ein Autohaus. Du musst nicht arbeiten gehen. Wir wollen Kinder kriegen und. Ach Gottchen, Mädel, es ist so. Ich habe so viel Verständnis für dich. Ja, komm. Das ist alles machbar. Ich umarme dich mal ganz heftig. Guck mal, ich habe dich trotzdem lieb. Auch wenn du gerade ohne Arbeit bist. Gar kein Thema. Ja, komm her, meine süße kleine Weltraumastronautin, die Venus-Sonde zerfetzt hat. Ja. Also lieb haben sie sich, das muss man wirklich sagen, gell? Ja. Und dann wollen wir sie mal um ein Date bitten. Also das geht aber erst, wenn er wieder daheim ist. Ja, und die liebe Regina. Oh, sie will ein Piratenlied singen. Ja, vielleicht können wir das noch machen. Vielleicht heitert sie das auf. Piratenlied singen. Komm, singt ein Piratenlied. Das macht bestimmt gute Laune. Genau. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Lalalala. Oh Gott, schön. Und sie will ein Handy kaufen, okay. Tschüss! Dir viel Erfolg auf Arbeit! Ja, gut, dann... Ja,
Ach, jetzt will sie im Vogelkäfig und mit ihm spielen. Ja, gut. Und einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen um sie kümmern und dass es ihr wieder gut geht, ne? Weil das ist ja echt der Hammer. Macht sie einmal was falsch, okay, so eine Weltraumsonde, die kostet natürlich auch schon einen Haufen Geld, ist klar. Aber ja Gott, wir sind alle nur Menschen, Fehler können passieren. Und vor allem bin ich ein Mensch, der gerne bei diesen blöden Aufgaben immer daneben liegt. Wie ihr ja wisst. So, ich würde sagen, wir fangen mal ganz primär hier mit dem Geld an. Sie hat noch gute Laune, insofern, ey, komm her, gehst du mal ein bisschen gießen und ernten und sowas. Und dann hat sie auch wieder Zeit, sich hier um ihre Pflänzchen und alles zu kümmern. Das sollte ihr dann auch wieder gute Laune bescheren und so weiter und so fort. Da haben wir dann endlich auch mal wieder dafür Zeit. So, reden mit, den muss sie pflegen. Da kann sie nur mit reden. Ah, einsprühen, sehr gut. Ja. Mach mal schneller, Mädel. Einsprühen. Und wie gesagt, ist ja nicht so, als wären wir arbeitslos. Immerhin, wir haben ein Geschäft, da kann sie auch mitmachen. Das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte, dass sie zusammen erstmal im Autohaus was tun und ja. So, ich gehe jetzt hin und werfe den ganzen Schmodder hier weg, weil das ist einfach nicht mehr schön. Schade, dass hier nicht steht, alle wegwerfen. Das wäre viel einfacher, als wenn man den Kram da immer einzeln anklickern muss. Und dann kann sie ja neue Sachen pflanzen und dann gucken wir mal, ne? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Nee. Mal kurz. Und spulen mal ein bisschen hier. Was machst du? Wo bist du? Ah, du bist da am Pflegen, genau. Das ist ja immerhin etwas, was ihr auch wieder Spaß macht und Freude bringt. Das ist immer gut. Und dann müssen wir ihr mal was anderes anziehen. Das ist ja echt der Hammer hier. Jo, genau. Ich glaube auch, dass das hier nicht mehr schön ist. Die noch. So. Ja, schmeißt die eine Pflanze da noch weg und gut ist. So. Was kannst du denn mal gebrauchen? Wie wäre es denn mit einem schönen Sprudelbad? Sowas ist doch auch immer sehr angenehm. Hey, ich habe gerade in mein Adressbuch geschaut und kam auf die Idee, dich nochmal anzurufen. Das ist doch die Ursula Goebbels. Nee, Lise Werner, das ist ja ihre Freundin. Gute Idee. Sollte man nachher mal machen. Die gute Frau da wenigstens mal anrufen, ne? Ja. Aber einladen tun wir heute niemanden, weil ich ja heute noch was mit euch vorhabe. Das ist wichtig. Oh Gott, ihr wird gerade heiß. Jo, zack. Dann gehst du bitte noch mal ernten hier. Und man sieht, unsere kleinen Geldbäumchen tun auch das Ihrige, dass ihr hier nicht verhungert und verdurstet und kein Geld mehr habt. Also insofern ist das alles kein Problem. Wir haben schön vorgearbeitet, gut gespart die ganze Zeit. Ja. So, und dann kannst du mal ein bisschen telefonieren. Rufst du die da mal an? Das ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ach, ich wollte mal was kontrollieren. Hat sie eigentlich? Sie hat haufenweise Gemüse und Obst. Ah ja, wir haben noch Restaurant-Coupons. Was haben wir da? Ah, Karte zur Pagode des Schattens. Ich kann auch nicht mehr reden. Und da ist sogar noch ein Fisch. Guck da. Okay. Sehr schön. So, Dille, dann zeig mir doch mal an, wer ist, da ist sie, ne? Lise Werner, genau. Die rufst du mal an, mal plaudern. Bisschen. Ja. Schön. So was heitert einen doch auch ein bisschen auf. Da lässt man sich ein bisschen von den Freunden trösten. Nachdem das alles nicht geklappt hat mit dem Job. So,
Benutzen Fernsehen. Oder, warte mal. Du könntest auch stattdessen hier spielen. Das geht, glaube ich, noch ein bisschen schneller mit dem Spaß. Die-lidl-dum-di-dum. Ach ja, so können unvorhergesehene Dinge passieren, ne? Da hat sie die ganze Zeit so einen genialen Job gemacht und dann wird sie einfach gefeuert. Und alles ist meine Schuld. Bin echt traurig, Regina. So war das nicht geplant. Aber na gut. So, dann hörst du mal wieder auf und machst dir mal ein Abendessen. Wie wär's mit einem Chefsalat? Dass er mir hier nicht vom Fleische fällt. Ja. Ach, da steht ja auch noch der Frühstücksteller von Manuel rum. Stimmt, den hatten wir nicht mehr weggeräumt. Okay, wir spulen mal wieder. Das ist gerade so etwas interessant. Das können wir uns auch im Schnellverfahren angucken. Eieieiei, hat sie jetzt aber die Theke eingesaut. Ach ja. Okay, dann räumen mal auf. Genau. Hat ja immer noch Hunger, die Gute, aber das ist in Ordnung. Ah, ich hätte auch was anderes machen können. Na egal, jetzt kriegt's ein Espresso. Weil, wie fit ist er denn eigentlich noch? Egal. Wir müssen hier mal was tun. Also, und ein Espresso trinken, genau. Ich will den lieben Manuel auch noch programmieren. Ey, wer ruft denn da wieder an? Nur mal so zur Vorsicht, falls ihr gerade ein Brummen im Hintergrund hört. Das ist bei uns der Hubschrauber, der gerade da rumfliegt. Ich habe das Fenster offen. Hab nicht dran gedacht, das vielleicht mal zuzumachen, weil es ansonsten so unerträglich warm hier ist. Der ist gleich wieder weg, der blöde Hubschrauber, falls den einer hört. So, und da ist Manuel auch schon wieder daheim. Gut, dann geht Manuel mal bitte ganz schnell duschen und lasst das Telefon in Ruhe. Und dann wollen wir, hat er den Wunsch noch hier. Erstmal kurz reden und dann fragen. Ach, was hast du denn jetzt für ein Problem? Hallo? Was für ein Problem hast du denn, Mädel? Verstehe ich gar nicht. Ah, abspülen. Okay, da sind noch welche. Wusste ich gar nicht, dass hier noch mehr dumme Tassen rumstehen. Sag das doch. Zeigt sie auf Mülleimer. Also ehrlich, apropos Mülleimer, den könntest du auch mal rausbringen. Naja, gut, jetzt nicht unbedingt jetzt, aber... Ja, dann setz dich doch hinsetzen. Okay, tu dich hinsetzen. Normal steht doch da immer einfach nur sitzen, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt ist er nicht mehr goldig. Was willst du? Du willst, ja, mit Manuel spielen. Genau, machen wir gleich. Wenn der gute da mal unter der Dusche rauskommt, bist hübsch genug. Komm, mach hinne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, er ist schon halb kaputt und... Wir machen jetzt einfach ein Date daheim oder fahren wir weg oder wie oder was? Mal gucken. Wir könnten natürlich auch ein Date daheim machen. Dann müssen wir nicht extra wegfahren und sowas. Wie wäre das? Okay. So, mal gucken. Ja, er möchte natürlich mit ihr essen gehen. Das ist ja schon mal, ne? Ach Gott. Ja, kommt, wir gehen einfach mal. Ich hoffe, er hält einigermaßen durch. Wir fahren mal irgendwo hin. Hubbala. Jupp. Und zwar fahren wir... Wo fahren wir denn hin? Nach Downtown? Ich war noch nicht mit euch in einem bestimmten Dingen. Liebeslabyrinth, Lulu Lounge. Lulu Lounge klingt auch gut. Da kann man...
Wie gesagt, er ist ein bisschen müde. Kulinaria mit Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Wo wir ja auch noch nie waren, ist dieses Botanikrestaurant. Ich glaube, da fahren wir jetzt mal hin. Da will ich jetzt einfach mal mit euch hin, gucken, was das ist. Genau, fahren wir mal da in dieses Botanikrestaurant. Es geht ja nur darum, dass die essen gehen. Und da gucken wir mal. Ich war da noch nie, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Das habe ich mir irgendwie immer geschenkt. Aber sie ist ja selber so eine Pflanzendame mit Gemüse und Obst und was weiß ich. Vielleicht gefällt ihr das ja sogar. Und dass er jetzt so müde ist, naja gut. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem einigermaßen hochgelevelt, dass wir ihn dann umprogrammieren können. Dafür sollte es reichen. Ja, wir hatten da schon wieder den PC angelassen. Der leuchtet. Stromverschwendung. So, Entschuldigung. Ach, ist das schön hier wieder zu spielen. Ja. Ach ja. Ach so, ich habe mal noch eine Frage. Und zwar, ich hatte ja mal gefragt wegen Sims 3 und Sims 4 und habe da schon einige ganz tolle Tipps bekommen. Und ja, ich denke irgendwie, es wird wohl bis jetzt weiterhin auf Sims 4 rauslaufen. Was mich aber mal interessiert, weil ich habe ja meine Sims 2 hier schön auf dem PC drauf, ne? Ich denke, es sollte kein Problem sein, gleichzeitig auch Sims 4 drauf zu haben. Oder wisst ihr da irgendwie was? Also die es vielleicht haben und benutzen, es ist doch kein Problem, Sims 2 und Sims 4 parallel auf dem PC zu haben, ne? Also es dürfte sich normal ja nicht in die Quere kommen. Wenn ihr da irgendwie Erfahrungswerte habt, wäre das echt nett, wenn ihr mir das mal schreibt. Mein, noch habe ich nichts, aber einfach mal so für die Zukunft wäre das mal ganz interessant zu wissen. So, jetzt will ich mich mal umgucken. Ach, so sieht das Botanikrestaurant aus. Ey, das ist ja eigentlich ganz schick. Schön in grün gehalten, haufenweise Bäume und boah, Bambus oder was das da ist. Sieht schick aus. Was haben wir denn da hinten? Ey, sag mal, ich komme vor wie im Urlaub. Hallöchen, einen genialen Teich. Und ganz viel Bambus und Zeugs da, so. Na, Dartscheiben, die Seifenblasen, Blubber, eine Schaukel. Oh, guckt mal, und hier sogar Foto machen kann man. Und sag mal, ist das ein Barista? Ach nee, das ist die Küche. Ich dachte eben schon. Das wäre nämlich jetzt ideal gewesen. Dann hätte sich der gute Manuel direkt mal einen Kaffee holen können. Aber toll, ey, das ist ja eigentlich richtig schön hier. Find ich ja toll. Wart ihr hier schon mal? Also ich nicht, deswegen, also, boah, super. Gut, dann müssen wir direkt mal hier anfangen. Also erstmal Regina unterhalten und mach das mal. Was wünscht sich denn die Gute? Die möchte unterhalten und auch spielen, genau. Und dann können wir das auch machen. Super. Perfekt. Ja, nee, Regina, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wo rennst du denn jetzt hin? Nix sitzen. Hallo. Une grande bâche d'aide. Voilà. Moi, bâche. Je suis Baba Baziba. Warum will sie weg? Warum will sie sich bewegen? Bist du irgendwie müde? Ja, sind beide nicht mehr die fittesten. Egal. Das muss jetzt einfach mal so gehen. Okay, dann würde ich sagen, stopp. Dann geht mal bei, wo ist jetzt das Dings? Wo ist es? Hilfe! Eben habe ich es doch noch gesehen gehabt. Eben hatte ich doch dieses Teil noch gesehen. Ach, da hinten, da hinten. Ich bin in falsche Richtung. Ja, dann geht ihr mal da rein. Du da rein und du auch da rein. Hopp. Beide. Und was will sie dann noch? Unterhalten. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade keine Zeit. Wer ist denn da im Schlafanzug unterwegs? Beate Gonzaga im Schlafanzug. Okay. Komm, geh rein. Sie sitzt schon drin, das ist gut. Foto machen, romantisch. Ja,
Schöne Fotos gibt das. Ganz tolle Fotos. Ja. Hui, und wieder ein Wunsch erfüllt. Jetzt haben wir schon wieder 4 Stunden Zeit. Und halt, nicht weglaufen. Lauf doch nicht immer weg, ey. Ich will was mit dir bereden. Und unterhalten wollte ich dich auch noch. Witz. So, und du bleibst mal bitte stehen jetzt. Und dann geht ihr essen. Dass wir das mit dem Essen noch hinkriegen. Was hat er denn da? Ach, er will ja immer noch die 3 ersten Dates haben. Stimmt, von seiner anderen Dingenskirchenstar. So, wo geht's hier rein? Wo ist das? Zeigt mir den Weg. Ding. Mhm. Wir müssen das noch ein bisschen hochleveln. Ah, sie erzählt schon Witz. Und dann da am Tisch führen lassen. Mhm. Aber toll. So, kommt. Lasst euch noch an den Tisch führen. Ich muss seine Wünsche erfüllen. Regina, was machst du? Oh, was macht die denn da? Faul rumsitzen. Wie komm du mal mit jetzt hier? Es scheint gut besucht zu sein hier. Dieses Botanik-Restaurant. Oh, und die Tische, ich finde das so schön. Und diese ganzen Bäume. Dieses Flair hier. Also da werden wir auf jeden Fall öfter essen gehen, glaube ich. Das ist einfach nur schön. So, kommt sie zu uns? Kommst du zu uns? Ja, halt. Zuprosten. Oh, was machst du denn? Jetzt sind sie aufgestanden. Hey, so müde bist du nicht. Jetzt... Ach. So, was will er? Rücken kraulen, küssen. Ach, komm, trink mal was. Vielleicht... Ey, der macht ja gar nichts mehr. Was ist hier kaputt? Leute, irgendwie ist hier was... Ich weiß noch nicht. Umarmen Sie doch mal. Und dann küsste sie mal. Und dann... Ich glaube, sie sind einfach zu müde. Ich glaube definitiv, sie sind zu müde. Das wird nichts mehr. Also bei ihr geht's ja noch halbwegs, aber er ist einfach nur fixen alle. Ach nee, ehrlich. Also bestellt haben sie ja jetzt nichts, ne? Okay, dann, ja, 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 gut. Und nach Hause. Hopp, komm nach Hause. Komm, flirte noch schnell eine Runde, damit du goldig bleibst. Regina, Regina, tust du das weg? Ah, oh, die ist ja unmöglich, die Frau. Sie ist schon wieder voll Platin, er ist noch, Ja, das traumhafte Date ist mir piepsegal. Hauptsache, du bist goldig. Mehr brauche ich ja gar nicht für das, was ich vorhab. So, auf geht's. Ab nach Hause mit euch. Was sagt eigentlich meine Zeit? Ja, wir sind noch gut. Wir liegen noch in der Paarzeit. Komm, Regina, steig doch schon mal ein. Was macht sie denn jetzt wieder? Okay, sie will... Jo, beweg dich. Hopp, hopp. Auf geht's. Einsteigen. Und nichts bezahlen, genau, weil wir haben ja auch nichts bestellt. Nächstes Mal kommen wir und essen auch da. Gar kein Thema. Und dann machen wir auch Seifenblubberblasen und was weiß ich. Jetzt ging es ja erstmal darum, den guten Manuel wieder goldig zu kriegen. Und das habe ich ja geschafft. Ich hatte schon Angst, das kriege ich nicht mehr hin. Weil das diesmal so langsam und er ja so müde und jetzt weiß ich nicht, haben wir das Reprogrammierungsteil, glaube ich, in seinem Inventar oder so. Weil wir haben es ja schon mal benutzt, wir müssten es haben. Und ja, dann mal gleich gucken, dass wir uns da direkt dran stürzen. Dann ist mir der Rest auch egal, wie das, dann kann er schlafen gehen. War da nicht so das super geniale Dingen, aber Hauptsache goldig. Ne? Vielleicht kann er es nochmal schnell küssen. Ja. So, dann kommt mal her und dann küssen, rumschmusen, Abmarsch. Kriegst du das noch gebacken? Und dann, ne. Wo ist es da? Wo hatten wir das aufgestellt? Ist ja wurscht, wo wir es hinstellen. Da, hopp.
Und dann gehst du dich reprogrammieren. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat doch funktioniert. Gleich kippt er um, aber das macht nichts. So, jawoll! Wir haben's geschafft. Und jetzt dürfte dem Reprogrammieren auch nichts mehr im Wege stehen. Ja, er muss jetzt programmiert werden. Du kannst gerne zugucken. Und zwar wollten wir die Laufbahn Ruhm haben. Da. Wir wollen was Überflieger sein. Dicken Bonus bekommen. Reich heiraten brauchen wir nicht. Sims verdienen. Simeons meine ich. Spitze der Sportlerkarriere und oder Wirtschaftskarriere. Ja, ja, ja. All so ein Zeugs. Und die An- und Abtörner lassen wir aber, wie sie sind. Ja. Das ist mal wurscht. Wir machen... Wir lassen das so. Was gibt's denn da für einen hübschen Film? Ah. Ah. Ja, Autos, Flitzer und Pokern. Oh. Oh, schick. Ja. Mhm. Genau. Gut. Prima. Das hat super geklappt. Und dann darf er jetzt auch ins Bett. Ödödö. Beziehungsweise kannst du nochmal schnell ernten, ernten, ernten und ab in die Federn. So. Und die liebe Regina hat noch Hunger. Die darf dann noch was essen. Dann mach du dir doch mal Spaghetti. Ja. Du darfst. Gar kein Thema. Und das packen wir wieder ein. Hehe. Was hat er denn jetzt für Wünsche? Ah ja, gut, wir sind noch in dem Date-Modus, aber wir haben ein traumhaftes Date und mehr interessiert mich jetzt wirklich nicht mehr. Der Arme soll lieber schlafen gehen. Jo, aber ich hoffe mal, dass das jetzt auch besser passt mit seinem Beruf und allem und er dann wieder ordentliche Wünsche kriegt, weil der Spaß, der war einfach zu heftig. So. Dann haben wir ihn reprogrammiert und sie ist am Kochen und ja, dann ist meine Zeit auch schon wieder um. Ich glaub's ja nicht. So, bist du fertig mit Kochen und du da hinten mal? Gut. Und während sich Regina an ihr Essen setzt und sich Manuel ins Bett verzieht, mache ich hier auch den Break. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!